Hallo und willkommen bei Counter-Strike. Ob das Videoformat oder das Bildformat noch richtig ist, werde ich gleich sehen. Nicht erneut anzeigen. Gut, wir haben ja das erstmal gesehen, wie es ja, so läuft. Ja, von Broken Fang. Das Spiel ist kostenlos über Steam. Schließen. Ich weiß ja nicht, warum es kostenlos ist, aber... Ja, ich werde mich überraschen lassen. Okay, Geheimspiel. Kriegsspiele. Gefahrenzone. Krieg. Wir wollen Krieg. Gut. Suche abbrechen. Oh Gott, ist das Foto alt. Ihr Spiel ist bereit. Okay. Counter-Strike. Ich habe damals SWAT gespielt. Und Voyager. Aber die Spiele würden ja hier drauf auf den Rechner nicht mehr laufen. Auf dem System, so alt sind die. Welt wird geladen. Das wird ein kleines angespielt sein. Und keine direkte Folge. Gut, der Ladebildschirm ist gleich vorbei. Was wollen wir nehmen? Einen Terroristen oder einen Antiterroristen? Ich nehme einen Antiterroristen. Ist das Antiterroristen-Team ist komplett? Muss ich also einen Terroristen nehmen? Okay. Das bin ja auch nicht ich. Kann mir mal jemand verraten, was da los ist? So. Ah, WASD ist laufen. Anvisieren, so. Okay. Ja. Was geschieht hier mit mir? Ja, ich wollte gar nicht starten. So, nochmal neu spielen. Wow. Ich glaube, ich bin für das Spiel nicht geschaffen. Ah, jetzt hat man mich gesehen, wie ich erschossen wurde. Die Grafik ist auch nicht so... Ja, die Grafik ist okay. Da sind meine Teamkollegen. Okay. Wow. Die haben echt übermenschliche Kräfte. So, Hinweis. Die Bombe wurde gelegt. In 40 Sekunden. Ja, ich wollte eigentlich darüber. So. Ja, ich weiß schon, wie alle gestorben sind. So. So, die sind alle gut aus. Das sind alles meine Teamkollegen. Okay. Terroristen gewinnen. No.
Nochmal neuer Versuch, wie die Entscheidungsrunde. Ah, ich kenne mich mit diesem Spiel nicht aus. Wer hat mich denn da erschossen? Okay. Von da hinten also. Ja. Bombe gelegt, Bombe gelegt. Ja, ich muss mal schauen. Es geht ja Counter-Strike, also. Ich würde gerne mal wieder ran, ich würde das gerne mal überspringen. So. Gut. CP muss an einem Bombenort platziert werden. Wo ist denn der Bombenort? Ja, eh. Aber wurde es gelegt? Wurde es gelegt? Ja, ich würde gerne wissen, ob es geschafft worden ist. Niederlage, Terroristen. Mann, immer diese Wiederholung ist nervig. Ich probiere es aber nochmal. Wie kann ich denn probieren? Ah, Kartenabstimmung endet in jetzt. Okay. Krieg. Und wieder los. Mache ich mal wieder neu. Jura abbrechen, mal gucken. Spielbereit. Okay, jetzt kommt wieder die Ladezeit. Ja, das ist nun angespielt. Ich finde, so ist erstmal, wenn man sich mit dem Spiel auskennt, wahrscheinlich echt cool. Aber man muss sich damit auskennen. Ladebildschirme gehen einigermaßen von der Dauer her. Oh, Mensch. Geht das schon wieder los? Ja, ist schön für dich. Autoteambalance nächste Runde. Ich weiß noch nicht, was mich erwartet hier. Ja. Was war denn das gerade? Hatte gerade das Gefühl gehabt, ich bin hier irgendwo hängen geblieben. Wo geht's denn da lang? Aua. Antiterroristenteam gewinnt. Ja,
Der kann das so gut fliegen. Was hat er denn? So, 2, 1, jetzt. Zumindest bin ich noch nicht gestorben. Kann man nur seine eigenen Leute abschießen? So, jetzt. Oh, was war denn das? Krass, das müssen ja. Die haben innerhalb von Sekunden genau das Ziel getroffen. Das ist schon heftig. So, kann ich? Okay. Irgendwas ist mit dem Spiel. Also, man merkt schon, warum es kostenlos ist. Es buggt. Ohne Ende. Das Spiel. Es ist okay, es ist super, wenn man sich damit auskennt, ist es wirklich gut. Antiterroristen-Team gewinnt. Ich habe bisher noch kein. Diesmal war ich zumindest im Team der Sieger, obwohl ich noch keinen erschossen habe. Ist okay. So. Endresultat. Grafik ist in Ordnung. Es hat einige Bugs, einige Fehler. Man kann nicht spielen, sofern man sich damit auskennt und man wirklich so eine Art eiskalter Killer ist. Für mich ist es ehrlich gesagt nichts. Es war kostenlos über Steam. Kann man haben, muss man aber nicht. Aber ein geschenkten Gaul guckt man ja nicht ins Maul. Wenn euch die Folge gefallen hat, macht einfach ein Abo, Like oder Kommentar. Oder probiert das Spiel einfach selber aus und ladet euch das bei Steam einfach herunter. Es ist wie gesagt kostenlos, geht über Windows, ist auf Deutsch. Und so weiter. Ja, dann verabschiede ich mich mal und wünsche euch noch einen schönen, schönen Tag. Bye, bye.